Hallo Leute, mein Name ist Alex und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zum zweiten Part von Let's Play Shadowrun Returns. Irgendwer ruft uns an und das 3 Uhr morgens. Was ist hier nur los? Finden wir es doch mal gemeinsam raus. Und übrigens, falls ihr eine andere Vorgehensweise wünscht bezüglich der Dialoge, dass ich sie auf Englisch vorlese und danach versuche grob und zusammengefasst auf Deutsch wiederzugeben, falls ihr eine andere Variante wünscht oder ihr das okay findet oder sagt so, Alter, dein Englisch ist furchtbar, halt die Fresse, schreibt es ruhig in die Kommentare, ich bin drauf gespannt. Hoffentlich schreibt ihr es nicht. Sam Watts. The screen leaps to life, making you squint against its brightness. The face on the screen is laughing. Sam Watts. Hey buddy, hope I didn't catch you at a bad time. He giggles. He's drunk again. Or worse. Also er grüßt uns und scheint betrunken zu sein. Ich hätte dir echt nicht meinen Com-Code geben müssen, also meine Telefonnummer, du Gonk. Sowas wie Spinner heißt das. Another giggle. Ah, oh, don't bother with your side of a conversation. I'm not really here. Just one reason for this vid. Someone finally geeked me. I'm dead. I probably had it coming. Okay, Sam Watts ist also tot. Aber telefoniert mit uns? What the fuck? When you're an unsavory character like myself, who... You tend to associate with other unsavory characters who often partake in unsavory business, like you for example. So, why am I dead? Who knows? Probably my fault. Also er ist wirklich tot und er weiß auch nicht wieso. Und das war wahrscheinlich sein Fehler. I wonder where we are right now. I bet you hit a big payday and you're living high in the hog somewhere. Some of us are born winners and some of us are me. Also Sam Watts geht davon aus, dass wir wahrscheinlich irgendwann in großen Kuh gelandet haben und dass es uns blendend geht und wir stinkreich sind. Nicht ganz, Sam. Hey, you remember that Renraku run when things went to hell and we lost out? Or that makeshift saloon on the docks afterward? I really had your back that night, didn't I? Ob wir uns an diesen Renraku run und run heißt Shadowrunner machen Runs. Das heißt, das sind diese Aufträge. Und generell, falls ich es im letzten Part noch gar nicht gesagt habe, Shadowrunner sind sowas wie Söldner. Typen, die für diese großen Firmen da draußen irgendwelche Aufträge erledigen können. Das heißt Botengänge, Waffen- und Drogenschmuggel oder auch direkt Mord. Also Söldner. Komplette Söldner. Machen für Geld alles. Und anscheinend hatten wir Renraku entweder gegen Renraku was gemacht oder für die. Ich denke mal für Renraku. Und da ist alles immer schief gelaufen und wir haben einen Typen namens Doubt verloren. Da war übrigens vorhin auch in der Liste. Und Sam Watts war auch in dieser Liste. Doubt. That's a name you haven't heard in a long time. Doubt. Den Namen haben wir ewig nicht mehr gehört. Three years ago, a makeshift bar on the Seattle docks. The night Doubt went down. Ah, jetzt haben wir einen Flashback. Okay, wir sind hier irgendwo in so einer dreckigen, naja, sehr hastig aufgebauten Spelunke an den Docks. Und in dieser Nacht ist wohl Doubt gestorben. Sangoma. Sangoma is an urban shaman who proved her worth during a run against Fuki last fall. She's a quiet type. An experienced runner. Das ist also eine, ja, wie wir sehen können, sehr hässliche Ork-Schamanin. Und anscheinend hat sie unser Vertrauen schon gewonnen, da sie schon eine ganze Weile mit uns zusammenarbeitet. We are out in the open here, Alex. Wir sind hier auf jeden Fall ein bisschen ungedeckt, meint sie. Na, kommst du wieder zu einem Treffen oder Termin zu spät, Sangoma? Sarkasmus passt nicht zu dir. Lass uns noch 5 Minuten warten. Sachen, die ich wirklich so leicht sind, dass ich sie direkt übersetzen kann, mache ich einfach mal so. Wie gesagt, ich muss mich da auch jetzt noch dran gewöhnen. New Larry. You've been running with New Larry for about 6 months now. He's a combat mage with a bad tattoo and a bad attitude. He knew Doubt almost as well as you did. Doubt. Never saw anybody die like that before. Idiot. Er fand es anscheinend sehr witzig, wie Doubt gestorben ist, oder ziemlich peinlich auf jeden Fall. Und wir kennen ihn schon seit 6 Monaten, diesen New Larry. War der nicht auf der Liste? Ist er nicht tot? I hate this freaking city, Alex. It's wet and the rain feels like acid and I want out of here. Er findet's hier ziemlich scheiße. Halt die Fresse wegen diesem Regen. Wir haben heute Nacht einen Mann verloren. Soka, sorry. I'm just really ready to go home. Portland's way more my speed. Anscheinend wird er einfach nur ungeduldig und will nicht nach Hause. I don't know, Alex. Sam is a good guy and can hold his own in a fight, but he's been hitting the bottle pretty good lately. Never on a run so far, but he needs watching. Er ist also ein unkontrollierter Säufer. Klasse. He shakes his head. That run went sideways 9 ways to Sunday. Now the fixer's late.
Also auf jeden Fall ging unser Run komplett in die Hose und jetzt kommt der Typ, der uns bezahlen will, auch noch zu spät. Riecht das nicht ein bisschen komisch für dich? Hell yeah, it smells funny. Look at where you set the meeting. This was supposed to be a public place. Ja, hat er wohl recht. Angeblich sollten wir uns an einem öffentlichen Ort treffen, damit alles glatt geht, aber ein öffentlicher Platz ist das hier nicht. Das sieht eher wie eine Bar aus, die man eben kurz hingeschustert hat, damit wir das Gefühl haben, es wäre ein öffentlicher Platz. Cut the drag, Sam. We both know why Dow went down and it wasn't the Fixer or some other paranoid chip dream of yours. Er hat also anscheinend seinen eigenen Grund, warum Dowd gestorben ist. Sam smiles a toothy smile. I've been waiting for this all night. New Larry has something he wants to say, don't you, Larry? Na los, erzähl schon, was du sagen willst. Du wurdest nachsichtig. Nachsichtig? Du denkst, ich war nachsichtig? Du warst den ganzen Tag schon nervös, Junge. Schau mal deine Hände an, die zittern. Hast du getrunken, Sam? Während eines Runs? Nein, nicht einen Tropfen. Weder heute noch zuvor. Irgendwas dämmert ihm. Er lehnt sich zu New Larry. Amüsiert und gefährlich. We were set up. And he knows it. Don't you, Larry? What was that call you made before we hit Renraku? Okay, anscheinend wurden wir wohl verarscht. Also irgendwas lief schief. Und hat Larry was damit zu tun? Anscheinend hat er irgendwen angerufen, bevor wir Renraku angegriffen haben. How come you couldn't geek that guy before you unload on Doubt? I've seen you fling a lightning bolt, son. He should have been burnt toast before his gun cleared the holster. Und anscheinend hätte Larry den Tod von Doubt verhindern können, hat es aber nicht hinbekommen. New Larry checks his watch, licks his lips, looks over your shoulder at the darkness. He's looking for someone, and it's not the Fixer. Oh, der Kerl ist ultra nervös und kustet die ganze durch die Gegend. Okay, I can see where this is going. You chummers are damaged. I'm out. Oh fuck, er hat uns verarscht. Wie viel haben sie dir bezahlt, Larry? Ernsthaft? Es hat nicht viel gebraucht. Gerade genug, um mich zurück nach Portland zu bringen und mich mit einem bequemen Firmenjob abzuspeisen. Ich bin raus aus dieser Scheiße. Fixer. Wir haben Feinde. Looks like my new Renraku friends are finally here. They're gonna take that hard drive of your corpse, buddy. Okay, wir haben also irgendeine Festplatte und die Kerle wollen die sich zurückholen. We should choose our friends more carefully, Alex. So wir sollten auf jeden Fall besser mal gucken in Zukunft. Zumindest haben wir uns beide. You will miss me when I'm gone. Da hast du leider recht, jetzt bist du jetzt tot. Leave a mage, kill the others. Okay, alles schön abgesprochen. Und damit haben wir direkt unseren ersten Kampf. Na, dann wollen wir nochmal loslegen. Also die Sachen sind meiner Meinung nach sehr, sehr selbsterklärend, selbst wenn man das Tutorial nicht benutzt. Es gibt hier ein Deckungssystem, das erkennt ihr an diesem Schild, was ihr hier sehen könnt. Und je nachdem, wie voll dieser Schild ist, erkennen wir, wie gut diese Deckung zu irgendwas zu gebrauchen ist. Hier zum Beispiel ist es nur ein halber Schild, erkennen wir ja auch, das ist nicht sonderlich hoch und man kann hier durchschießen, durch eine Bank. Hier kann man schwer durchschießen, wenn wir uns dahinter ducken, sind wir sehr beschissen zu treffen. Was uns natürlich nur hilft. Dann, an der Zahl unter dem Porträt erkennen wir die Anzahl der AP, die wir haben. Das heißt, ich habe 2 AP. Und in diesem ganzen weißen Rahmen kann ich mich mit 1 AP bewegen. Und wenn ich aus diesem Rahmen rausgehe, sehe ich, wie weit ich mit 2 AP rennen kann. Wie wir sehen, ein ganzes Stück. Und solche Aktionen, wie zum Beispiel Schießen und etwa weiter, wir sehen hier unten rechts immer die Zahl von AP, die wir brauchen. Hier hat er zum Beispiel schon mal eine Spezialfähigkeit für seine Beretta Modell 70. Er hat außerdem natürlich seine Fäuste und eine Benelli Raffaello. Eine Shotgun. Sehr cool. Von daher hock dich doch mal am besten hier hin und schieß diesem Kerl zu 99%iger Wahrscheinlichkeit mal mitten ins Gesicht. Und zu 12% kritisch. Gut, das hat gesessen. Okay, jetzt bin ich dran. Der Punk mit den seltsamen Haaren. Was haben wir denn für Waffen? Wir haben auch eine Beretta Modell 70. Dann noch eine normale Pistole. Okay. Hock dich mal hier hin. Ja, das war nicht so viel Schaden. Und hier haben wir unsere Schamanen. Du gehst bitte auch mal in Deckung. Und hallo, genau an solchen Sachen, sowas, wo die Elemente aufeinandertreffen, können wir nämlich etwas beschwören. Und zwar hier ein Wassergeist. Von daher greif den mal bitte an. Und hast du ein Zauberbuch? Big Wave. Aha, damit können wir also einen unserer Gefährten buffen, wodurch er besser ausweichen kann, um nämlich Dodge +2.
und Mana Bolt. Ignoriert normale Rüstung und greift die Willenskraft an. Okay, was ist das? Ich glaube, damit kann ich ihn wahrscheinlich aus meinen Diensten erlösen oder sowas. Ah, dieser Mana Bolt sieht doch gar nicht so schlecht aus. Okay, leider nicht so gut getroffen. Es gibt halt Weak, dann ist es bloß halber Schaden. Und es gibt Critical, dann hast du nochmal die Hälfte des Schadens nochmal oben drauf. Kritische Treppe halt. Ha, du hast verfehlt, du standst direkt vor dem Ding. Vollidiot. Okay, der Kerl will wegrennen, aber jetzt ist er auch gut aus unserer Reichweite raus, was uncool ist. Ich glaube mal ein bisschen näher. Bietet sich an. Ja, das hat schon mal gesessen, okay. 64% Chance trotzdem, aber hier 97 und ich habe eine Shotgun. Kneecap. Okay. Wenn ich damit treffe, hat der Feind in der nächsten Runde 1 AP weniger, dafür ist der Schaden des Angriffs an sich geringer. Außerdem kann ich damit genauso wie immer mit einer Schrotflinte natürlich nebenstehende Gegner gut treffen. Warte mal. Das gefällt mir. Ach, ihn hat's direkt erledigt, schade. Egal. Verdammt. Ah, er hat immer gute Deckung. So, ihn können wir treffen. Bam. Sehr schön. Und jetzt müssen wir diesem Vieh AP zuteilen, die es jetzt gleich im Kampf anwenden kann. Und je nachdem, wie viele AP ich dem Vieh zuteile, desto höher ist die Chance, wie wir lesen können, dass das Vieh entkommt. Und entkommen heißt, dass es nicht mehr unter unserer Kontrolle steht und im Gegenteil, wir das Vieh sogar bekämpfen müssen. Zumindest so lange, wie es auch beschworen ist. Geben wir dir mal 2 AP. 7% Chance, hat funktioniert, alles klar. Na, dann gib dem mal den Rest. Sehr schön. Und Big Wave gefällt mir. Dann kannst du einen von uns buffen, dass er noch besser ausweichen kann. Ich geb's mal Sam, weil der mit seiner Schrotflinte wird eher in den Nahkampf gehen. Oh oh. Da kommen noch ein paar mehr. Shit. Gut, das heißt, ich kümmere mich erstmal um den Kerl. Obwohl, nee, ich möchte eigentlich lieber... Wo ist denn hier gute Deckung nach da, in die Richtung? Da ist gut. Das braucht auch eine Menge AP. Warte mal, hier brauche ich nur... ist auch keine Deckung. Egal. Positioniert da dich schon mal bitte für die beiden da oben. Ich Vollidiot, ich hätte aber auf die Seite rennen müssen, natürlich. Und du versuchst mir jetzt den Rest zu geben. Natürlich nicht getroffen. Jetzt die Waffe auch noch alle. Ja, nicht sonderlich gut. Scheiße. Das ist der Vorteil einer guten Deckung, ne? Nochmal 2 AP? Ja. Ja, hat gereicht. Perfekt. Oh, shit. Ganz uncool. Ah, das hat weh. Okay, den Kerl müssen wir loswerden. Perfekt. Und, warte, mache ich noch irgendwas? Ne, habe ich leider nicht. Egal. Immerhin. Er ist schon leicht angeschlagen. Noch geht's natürlich. Geh du mal dahinter. Und lad mal deine Schrotflinte nach. Kostet leider auch einen AP. Rest geben. Perfekt. Shit. Immerhin richten die echt wenig Schaden an. Okay, jetzt steht mein Kerl sehr ungünstig. Oh oh, Magier auch noch. Fuck. Auch noch ein Crit. Oh 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 oh. Sam, geh nicht drauf. Brauchte ich noch. Puh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Okay, einmal etwas näher ran. Ja, wenigstens einen kritischen Treffer. Schnell hier hinter, volle Deckung. Wie, jetzt kann ich es nicht mehr treffen? Oh nein! Scheiße.
kann gar keinen treffen. Okay, wie kann ich die benutzen? Ach, dafür brauche ich 2 AP. Scheiße. Egal, es gab doch so einen seltsamen Befehl. Warte mal, da stand irgendwo im Hilfesystem. Und zwar, dass er gucken kann, wohin... Also, wartet mal, wo war das? Set Overwatch. Dann kann ich in eine gewisse Richtung gucken und wenn da einer reinspaziert, killt er ihn. Warte mal, ihn kannst du doch fertig machen, natürlich. Ja, warum bin ich nicht gleich drauf gekommen? Okay, du gehst mal hier in die... Warte mal, hast du irgendwas zum Heilen? Oh nee, ich muss näher ran, okay. Wie viel AP kostet mich das? 1. Dann kann ich nämlich ein bisschen heilen. Dann gehen wir also mal hier in diese... Ich muss näher ran. Gehen wir mal dahin. Und ich hoffentlich erwische ich ihn damit. Ja, sieht gut aus. Ja, sehr gut. Ouch. Der hat eine Reichweite, der Magier. Das muss ich mir merken. Oh oh. Oh nein. Puh, zum Glück hat er nicht nochmal geschossen. Er konnte sich nur einmal bewegen. Aber wenn der Schamane tot ist, ist nämlich auch sein Vieh tot. Knarre muss nachgeladen werden. Okay. Ich kann ja immerhin schon hier schon mal in etwas bessere Deckung gehen. Und erstmal der Schamane, der ist mir wichtiger. Verdammt! Okay. Voll. Nee. Voller Damage. Gib ihm die volle Ladung. Oder erstmal du. Du bist fast noch wichtiger. Hast du irgendwas Krasses? Nee, was zum... egal. Damit kann ich gezielt treffen, aber ich treffe den so oder so. Noch ein Schuss. Ja! Und sein Vieh ist auch weg. Und jetzt kümmern wir uns mal in Ruhe um den hier. Deine AP wirst du auch erstmal flöten. Jau! Jau! Wir haben ihn richtig gestunt. Der ist richtig betäubt. Das ist ja geil. Jetzt noch mal einen normalen Schuss hinterher. Der macht's nicht mehr lange. Haha. Und damit musste er erstmal die Runde aussetzen. Das ist ja richtig gut. Okay, von daher gibt ihm den Rest. Was? Na gut, dann nimm die andere Waffe. Es gibt's doch nicht. Irgendwer muss ihn noch mal treffen. Na also... Sangoma lowers her gun, I Sam. Alles okay, Sam? That was a hell of a thing! Du hast dich gut gemacht. Du wurdest für diesen Kram geboren, Alex. Ich nicht so wirklich. Ich glaube, ich geb's auf. Werde irgendwo ein nettes Hurenhaus finden. Und dann werde ich mich besaufen, bis ich nur noch krabble. Wie sieht's mit dir aus? Ich werde irgendwo... Ich werde ein sicheres Haus irgendwo außerhalb der Stadt suchen. Mich ein bisschen zurückhalten. Renraku hat ein ziemlich gutes Erinnerungsvermögen. I do too. I don't forget my friends. Sieht wirklich so aus. Er scheint seine Freunde wirklich nicht zu vergessen. Der jetzt zu seinem Zeitpunkt seines Todes uns anruft, wie auch immer das geht. You stare at Sam's face on your comlink. Shake off a memory. Focus. I had you back that night, didn't I? Now, I'm asking myself, who would care if I die? Who would give a rat's ass? Better or worse, your name is at the top of the list. Maybe it's the only name on the list. Also, wir sind anscheinend der Einzige, der sich irgendwie jemals einen Dreck um ihn geschert hat und deswegen sind wir auf seiner Liste von Leuten, die jetzt diesen Call kriegen. Oder anscheinend sind wir auch der Einzige. So, I set up a dead man switch to send you this call. Ah, darum geht's auch in der Kampagne. Dead man switch. Das heißt, sobald er stirbt... wird dieser Anruf getätigt automatisch. Das ist ja mega Debris. I got 100.000 New Yen Insurance Policy, payable when you find who creased me. Life with a conviction or in a body bag with justification. Either works. Also je nachdem, egal, wir müssen auf jeden Fall seinen Mörder finden und können dann 100.000 New Yen verdienen. Ziemlich geile Sache. Ob der Kerl lebt oder tot ist, spielt da übrigens keine Rolle. Contact my law firm, Rogers, Mangert and McCain. When the job is done, they will know what to do.
Also wenn ich meinen Job erledigt habe, soll ich mich bei seiner seinen Versicherungstypen melden und dann ist alles okay. Chad? Ah, das ist der Anwalt. Pursuant to Mr. Mort's wishes, Rogers, Mangert and McCain has installed a secure dedicated phone line so you may contact us directly when the task is complete. We will then begin a verification process. Note that you must also be on a secure landline to access this number. We will not accept transmissions from comlinks or other devices. The camera swivels back to Sam. Okay, also wir haben jetzt quasi eine Nummer, über die wir die erreichen können, und wir können die aber nicht über so einen Comlink wie hier erreichen, sondern eine gesicherte Festnetzleitung. Okay. Look, Alex, I've led a drag life and I probably left a drag corpse. I've hurt people. Hurt myself. I don't know. Maybe I just want the last word. Maybe I just want someone to give a crap that I sucked air for a while. What do you say? Also er bittet uns jetzt quasi darum, seinen Mord aufzuklären, seinen plötzlichen Tod. Auch wenn er ein Drecksleben hatte und er auf jeden Fall auch nicht die besten Sachen seines Lebens getan hatte. Aber er will schon, dass irgendwer, ja, dass irgendwer sich dafür interessiert, dass er nur gelebt hat. Eigentlich ziemlich deprimiert mal wieder. I'll get to the bottom of this. Someone will pay. Hope you just said yes. Ja, wir haben ja gesagt, mein Freund. I've got a located chip slotted in my head these days. If, when my heart stops, it will activate. That's how you'll find me. See you on the slab. Oh, was für ein Drecksgruß. See you on the slab. Das heißt, wir sehen uns auf der Bahre. Auf der toten Bahre, ne? Also er hat einen Lokationschip in seinem Kopf drin, über den wir ihn finden können. Geil. Rest in peace, Sam. See you in Seattle. Also, auf nach Seattle. The dead man switch. Your plane hits the SeaTac tarmac with a jolt. Welcome to Seattle. The chilly northwest rain obscures your vision as you step onto the tarmac. Before long, you are sitting in the cramped backseat of a cab, following the signal from Sam's locator ship into the heart of the Redmond Barrens. Also wir sind jetzt in den Redmond Barrens, also das Redmond Ödland sozusagen. Irgendwelche Straßenschluchten, die auf jeden Fall wahrscheinlich nicht sonderlich der schönste Part von Seattle sind. Und es ist natürlich wie immer Dreckswetter. Und wie immer im Cyberpunk-Universum muss es regnen, ne? Das ist irgendwie normal. Organ Grinders. Illegal Chop Shop for body parts, rather from the living of the dead. If you're hurting bad enough for Nguyen, this is a place to sell a limb or an organ. It's also a good place to dispose of an inconvenient body while making a little cash on the side. This franchise is the closest thing the Barrens has to a morgue. It seems this is where Sam Watt's body has ended up. You open the door and are assaulted by the smell of death and bleach. Wir sind jetzt also in einem Chop-Shop. Und das heißt, hier können einerseits lebendige Leute ihre Organe und ihre Arme und Beine und so verkaufen, um Kohle zu machen. Beziehungsweise hier werden auch Tote auseinandergehebelt. Weil es gibt bestimmt immer noch ein paar Organe, die man brauchen kann. Die man irgendwo auf dem Schwarzmarkt verticken kann. Und diese Shops sind anscheinend das einzige, was es wie eine Art Leichenschauhaus hier in den Barrens gibt. Oh, und hier hat uns dieser Chip hingeführt und hier wird irgendwo Sam sein. Im Shop. Da wären wir. Und was wir uns jetzt hier so erwartet, finden wir es gemeinsam beim nächsten Mal raus. Mein Name ist Alex. Bis dann!